So Leute und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part One Piece Pirate Wars 3. Ich bin es, euer MC MaffeX. Ja, beim letzten Mal sind wir hier als Ruffy in diese kleine schöne aufstehender Pirat hier in die Marinebasis hier eingedrungen. Und der liebe nette Ruffy will hier gleich mal zeigen, was er drauf hat und hier eine neue Crew hier zusammen um sich hier rufen. Und anfangen tut er hier mit dem Piratenjäger Zorro, der hier eigentlich hier getötet werden sollte, aber das lassen wir natürlich nicht zu. Und wir machen hier gerade die Gegner alle mit Kizuna-Angriffen. So, cooles Special Moves, ihr seht ja oben links diese tolle Anzeige hier. Und wenn die sich so schön füllt und dann hier, ihr seht ja, zack, dann können wir hier so einen gemeinsamen Angriff starten. So, und wir müssen gerade hier die Marinekommandanten mit diesen schönen Kizuna-Moves alle machen. Kriegen wir hin? Kriegt man natürlich hin, aber trotzdem ein Gum-Gum-Gewehr, das hilft natürlich noch einiges mehr. Bam! Hat schon gesehen, jetzt kommen ja noch mehr. So, ich besiege drei Marinekommandanten, es kommen direkt drei hinterher, aber jetzt sind alle down. So, die verschiedenen Kizuna-Angriffen. Wenn du dein Kizuna-Level steigt, werden auch deine Kizuna-Angriffe stärker. Die mit Viereck und Dreieck ausgelösten Kizuna-Angriffe unterscheiden sich je nach Charakter. Passe deine Taktik an, um das Meister aus deinen Charakteren rauszuholen. Ich hole immer das Meister aus jedem raus. So. Zack. Aber als erstes würde ich sagen, holen wir Zorro raus. Fast ein gutes Wortspiel. Fast. So, die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Besiege die Marinekommandanten, damit ihr morgen auftaucht. Okay, also ihr seht jetzt wo wir Zorro befreit haben, hilft uns auch hier im Kampf. Morgen ist jetzt da ganz oben rechts auf der Karte und wir müssen jetzt hier noch einen kleinen Marinekommandanten besiegen und dann können wir ihn hier auch angreifen. Dann kann er sie nimmer vor uns verstecken. So, apropos ein kleiner Marinekommandant. Darf ich vorstellen? Gummi Gummi Ganone! So, zack, zack. Fragezeichen zieht sich zurück. Ja, die liebe nette Schatzjägerin, die hier unten auf der Karte einfach mal gekommen ist, den Schatz geklaut und jetzt wieder abgehört hat. Nette Person. Hätte uns helfen können. Aber naja, wer braucht schon Hilfe, wenn Verzeihung. Wenn er hier Gum-Gum-Gewehr hat. So, zack, zack und zack. Haben wir genug Marinekommandanten besiegt? Ich glaube, wir haben eigentlich schon lange genug Marinekommandanten besiegt. Machen wir trotzdem weiter, so. Level aufstieg. Da ist noch ein Marinekommandant. Ja, dann müssen wir den auch noch plappern. So, damit wir den auch noch plappern. Was Wett ist, ist Wett, würde ich sagen, oder? 1000 K.O.s, Leute. Sind wir super oder sind wir der Allerbeste der Welt? Sind wir der König der Piraten? Eigentlich sind wir das schon, oder? Sowas von. Wollt ihr mir hier eine Tür aufmachen? Ja, das ist aber lieb von dir. So, Zorro, du kommst eigentlich mit, oder? Ah, der managt dich schon. Der kommt schon mit. So. Ja, wir zerschmettern diese Armee. Komm, ihr müsst uns helfen. So. Zack. Ja, Leute, wir sind so gut einfach, Mann. Aber naja, diese schöne Teufelskraft, die der Ruffy hat, ist einfach auch OP. Besonders halt gegen Standard-Marine-Typen. So, die Grabberfähig sind hier einmal mit dem Schwert draufzuhauen. So. Die haben natürlich gar keine Chance gegen uns. So. Bam, bam, bam. Und weg mit euch. Aus der Bahn. Hier muss durch. Ich muss hier mal Marinekommandanten. Morgen mit der Eisenfaust war es doch, oder? Glaube ich schon. Bin mir fast sicher, dass er morgen mit der Eisenfaust war. Egal ob Eisenfaust, Hackeball oder was auch immer hat. Wir werden ihn nun platt machen. So, jetzt mal hier. Und morgen stellt ihr uns zum Kampf. Ja, hier mit seinem Hackeball hier. So, Angriff auf einen schockierten Gegner. Sobald ein Gegner seinen Angriff unterbricht, erscheint ein Schocksymbol. Wenn das passiert, greift schnell mit Kombos an, um ihn zu betäuben, sodass er die Deckung fallen lässt. Okay, werden wir gleich machen, aber davor... Also ich finde es gerade doof... Okay. Von wegen doof. Ich habe es hier gerade geschafft, Gegner zu markieren. Das ist richtig super. So, ich würde jetzt so gerne einen Kizuna-Angriff oder sowas ausführen. Geht nicht, will nicht. Wenn man hier auf den Touch-Bildschirm drauf drückt, dann passiert das. Und das ist ganz schön praktisch. Also hier, weil ich da mit dem PlayStation wieder TV spiele, muss ich einfach auf Touchpad von der vom PS4-Controller drücken. Kizuna Rush. Wenn ein Kizuna Level auf Max steht, drücke er zweimal einen Kizuna Rush zu aktivieren. Während des Kizuna Rush werden deine normalen Kizuna Angriffe zu Komma-Angriffen aufgepowert. Wenn du während des Kizuna Rush Kreis drückst, kannst du außerdem eine mächtige Kizuna-Attacke ausführen. Okay, das ist, kenne ich jetzt schon wieder. Das ist das, was ich auch schon kannte. Nehme ich hier. Zack, ihr seht, Ruffy setzt seine Special Moves ein.
Und jetzt können wir hier kämpfen mit Ruffy. Zack, zack, zack. Ihr seht es ja. Machen wir den schön fertig. Zoro ist jetzt auch dabei. Und jetzt können wir dann irgendwann mal unsere Special-Attacke gleich auf. Die werden wir auch gleich einsetzen hier. So. Seht ihr, die Anzeige nimmt ja ab hier schon. Das heißt, wir werden jetzt hier Special-Attacke. Und zwar Goom Goom. Drei Schwerte Stil. Keep Kanone. Und das hat gesessen. Und der liebe nette Morgen ist nun down. ピストルがダメなら切り殺せ。ゴムゴムの。無事。ナイス。だろ。お安いご用だ、キャプテン。 ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして黙っているわけにはいかない。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、 本部への連絡は避ける。じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん。君も仲間じゃないのか？え？僕は彼らの仲間じゃありません。待ちたまえ君たち。本当かね？俺、 こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてください。よ、やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。 今すぐこの町を去りなさい。わざとか。わざと僕にけしかけて殴らせて、また頼ってしまった。僕はバカか。ここから這い上がれなきゃ本当にバカだ。僕を海軍に入れてください。なんだって喜んでやります。 海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。 大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。 To be continued. Ja, das war ja der erste Schritt hier von unserem zukünftigen Piratenkönig. 1.318 Gegner haben wir besiegt, 296 Erfahrung haben wir erhalten, auch eine S und 9 Minuten, 2 Sekunden und 42 Nanosekunden, keine Ahnung, haben wir gebraucht. Insgesamt ein S, damit kann man wohl sehen. So, Ruffy hat eine Paramaika-Frucht, das wissen wir, und im Kapitel gehen eine Reise mal. Jetzt sind wir Level 4. Legende. In der Legende siehst du ja deine erfüllten Ziele in verschiedenen Episoden. Du kannst die Legende vervollständigen, wenn du während des Spiels bestimmte Bedingungen erfüllst. Cool. Und zum Beispiel, dass wir morgen besiegt haben. Ach, keine Ahnung eigentlich.
Lange S, erhalte ein A. Okay, wir haben. Was müssen. Piraten des Isbus. Zwei Münzen hätten wir sammeln. Achso, das hätten wir alles noch sammeln müssen. Dann hätten wir hier das volle Bild gehabt. Haben wir nicht. Wurscht. Während du Crew-Level, während du mit bestimmten Charaktermitgliedern kämpfst, steigt dein Crew-Level mit ihnen erkennbar an der Zahl der angezeigten Ausrufezeichen. Ein hohes Crew-Level bringt verschiedene Vorteile. Ausrufezeichen bekommst du, indem du indem du Gegner mit Kizuma-Angriffen, Kizuma-Rush oder Kizuma-Spezialangriffen besiegst. Sammle Ausrufezeichen mit möglichst vielen verschiedenen Crew-Mitgliedern. Okay. Diese unbekannte Person haben wir zwar eigentlich nicht gesehen, weil sie ist eigentlich nur da rumgelaufen und hat uns nicht geholfen, aber egal. Erstmal starten wir jetzt 10.000 Sachen frei und dann geht's weiter. Fähigkeitsposter. Nach einem Kampf kannst du Fähigkeitsposter für deine freigeschalteten Charaktere oder im Kampf besiegte Charaktere bekommen. Lerne eine neue Spielfähigkeiten, indem du die auf den Fähigkeitsposter angegebenen Bedingungen erfüllst. Es gibt verschiedene Spielerfähigkeiten, zum Beispiel deine Kombos verstärken oder dich gegen Gegner leichter betäuben lassen. Manche Fähigkeiten kannst du auch hochleveln, indem du sie mehrmals lernst. Okay. So, noch 5 Millionen Bildschirme. Münzen sammeln. Wenn du Bossgegner besiegst, kannst du ihre Münzen ergattern. Du bekommst mehr Münzen, indem du sie mit Kizuna-Angriffen oder Kizuna-Rush besiegst. Du bekommst Münzen von verbündeten Charakteren, wenn du einen Kampf gewinnst. Je mehr Ausrufezeichen dein Charakter hat, desto mehr Münzen bekommst du von ihnen. Cool. Ich kenne die alle noch nicht. Aber egal. Trotzdem kriegen wir schon Münzen. Möchtest du die erhaltenen Münzen für Ruffy automatisch hinzufügen? Münzen können... Mach mal automatisch. Ich habe das nie so speziell gemacht. Also, ich weiß, was diese Münzen bringen. Die können halt Status-Upgrades bringen, dass man mehr Gesundheit hat, mehr Angriff, wie auch immer. Lass mal automatisch das machen. So, das kann das Spiel auch so machen. So, okay, insgesamt hat man jetzt auch nochmal ein paar schöne Berry. Damit sind wir jetzt reich. Und nun können wir den freien Lock-Modus spielen. Der Online-Modus. Zorro kann im Traumlocke spielen. Galerie. Berry Shops und neue Sachen. Wunderbar. Aber eigentlich würde ich viel lieber mal weiterspielen. Wir sind jetzt gesuchte Leute. Das sind wir. So, mach's gut und danke für... Wenn du bei einer Episodenwahl Starte drückst, kannst du über die Rettungsfunktion einen anderen spielen. Ja, Mama nicht, Willi nicht, Hami nicht. So, das war jetzt hier der Prolog. Nun, Ruffy vs. Buggy, der Clown, Leute. Beim nächsten Mal werden wir dann hier mit der Kampagne hier starten. Ich weiß, der Part ist ein bisschen kürzer geworden, aber wir werden ab jetzt, denke ich, auch eher so 20, 30 Minuten Parts machen. Deswegen ist es, denke ich, zu verkraften. Gut, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Pirate Wars 3. Bis dann, haut rein. Ciao.